يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, liebe Geschwister. Heute, inshallah ta'ala, kommen wir zu einer weiteren, wirklich vergessenen Sunnah, weil entweder viele diese Sachen nicht auswendig kennen oder wirklich nicht gehört haben. Und zwar geht es um die zwei Gebetseinheiten vor dem Pflichtgebet des Fajrs. Wir wissen, dass es da eine große Vorzüglichkeit gibt. Im Hadith von Aisha, radiyallahu anha, sagte sie, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Raka'at al-Fajri khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Sie sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die zwei Gebetseinheiten vor dem Pflichtgebet des Fajrs sind besser als das Diesseits und was in ihm ist im Diesseits. Stell dir vor, von der Erschaffung des Diesseits bis zum letzten Tag des Diesseits. Diese zwei Gebetseinheiten, die 2-3 Minuten dauern, sind besser als das komplette Diesseits von A bis Z. Was ist die vergessene Sunna hier? In einem anderen Hadith ist überliefert, dass man in der ersten Raka'a, in der ersten Gebetseinheit, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ rezitieren soll. Und in der zweiten Raka'a, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ. Die vergessene Sunna ist, dass man in der ersten Raka'a aber auch einen Vers aus Surat al-Baqarah liest und in der zweiten Raka'a einen Vers aus Surat al-Imran. Und diesen Hadith überliefert Ibn Abbas in Sahih Muslim. Und die zwei Verse werde ich jetzt rezitieren, inshallah. Versuche sie auswendig zu lernen und dann in deinen Gebeten einzubauen, auf das du variierst und wieder neuen Iman verspürst. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Das war der Vers in Surat al-Baqarah. Und in Surat al-Imran heißt es: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين.